Wir an der HTL Hollabrunn bieten ab jetzt kommenden Schuljahr an für Fachschüler in dem Bereich Elektrotechnik und Maschinenbau die Option mit 2 zusätzlichen Turnstunden und in Summe von diesen 4 Turnstunden, die somit sich dann ergeben, gibt es die Möglichkeit in Zusammenarbeit mit dem NLZ Horn eine vertiefte oder vertiefende Ausbildung im Bereich vom Fußballsport zu ermöglichen. Diese neue Schulausbildungsmöglichkeit eröffnet natürlich in der Kooperation zwischen dem SV Horn, dem NLZ Horn und dem Sportinternat Hollabrunn eröffnet wirklich tolle Möglichkeiten. Die Anzahl der Vormittagstrainings ist damit wieder auf 2 gesteigert. Wir sind damit in derselben Quantität, wie es eigentlich in den Zeiten der Stronacher Akademie, die ja ebenfalls hier vor Ort war, wie es damals auch gehandhabt wurde. Mit der Schule, in Kooperation mit der Schule ist es halt toll, weil wir sehr kurze Wege haben. Es geht praktisch weder Unterrichtszeit noch Trainingszeit verloren. Das heißt, es ist wirklich Schule und Sport optimal abgestimmt. Der Vorteil, wenn wir das über eine Fachschulausbildung fahren, dieses Modell Fußball plus Fachschulausbildung oder Technikausbildung, ist einfach oder liegt darin, dass die Fachschule deutlich mehr fachpraktische Anteile hat, nicht so viel fachtheoretische Anteile, und dadurch bleibt einiges an Möglichkeiten oder an Zeit übrig, dass die jungen Herrschaften im Laufe dieser 4-jährigen Ausbildung sich intensiv dem Fußballsport widmen können. Mit dieser Ausbildungsschiene sind dieselben Voraussetzungen gegeben, wie sie vor circa 10 Jahren Alaba, Dragovic und Co. gehabt haben. Die Rahmenbedingungen sind praktisch identisch. Die räumliche Infrastruktur ist die gleiche und die zeitlichen Möglichkeiten sind damit ebenfalls exakt gegeben. Wir haben jetzt zusätzlich einen Qualitätssprung gemacht, dadurch, dass die HTL auch eine Fachschule anbietet. Diese 4-jährige Fachschule ist sehr praxisorientiert, lässt aber genügend Zeit für die fußballerische Ausbildung der Nachwuchskicker.